Wir können dann schon mal auf den nächsten Tagesordnungspunkt schauen. Da geht es um einen sogenannten Schutzschirm für Kommunen in der Corona-Krise. Die Linksfraktion hat einen Antrag dazu eingereicht, denn die Kommunen trifft die Krise besonders hart. Es gibt deutliche Einbrüche bei der Gewerbesteuer, bei der Einkommens- und Umsatzsteuer, denn die Wirtschaftskraft sinkt und damit auch die Einnahmen und der Anteil der Einkommensteuer. Und gleichzeitig müssen die Kommunen steigende Ausgaben bestreiten. Und so warnt die Linke vor einem Kollaps der Kommunen und fordert unter anderem eben einen solchen Schutzschirm. Erster Redner für die Linksfraktion ist Stefan Liebig. Er sitzt für seine Fraktion im Finanzausschuss und wartet noch, bis sich hier die anderen Abgeordneten auf ihre Plätze gesetzt haben. Denn nun sind natürlich andere Fachpolitiker gefragt als beim Geologiedatengesetz. Jetzt geht es aber los mit Stefan Liebig von der Linksfraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin mir sicher, dass Sie alle einen engen und kurzen Draht haben zu den Regionen, aus denen Sie kommen, zu den Städten und Gemeinden, zu den Landkreisen, dass Sie Gespräche führen mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, vielleicht selber Kommunalabgeordneter sind oder Vorsitzender Ihrer Partei vor Ort. Und deshalb wissen Sie, was sich im Moment mit Blick auf die Corona-Krise in den Kommunen zusammenbraut. Die Einnahmen sinken, die Ausgaben steigen. Und wenn wir eine Katastrophe verhindern wollen, dann müssen wir jetzt und sofort handeln. Und dazu fordern wir Sie mit unserem Antrag auf. Ich will ein Beispiel nennen. Ich habe vor einigen Tagen mit der Oberbürgermeisterin der schönen Wartburgstadt Eisenach, Katja Wolf, gesprochen. Katja Wolf sagte mir, dass die Gewerbeeinnahmen in Eisenach um 50% gesunken sind, weil eben im Moment logischerweise kaum Gewerbe stattfindet, dass sie monatlich 40.000 Euro, und das für eine Stadt viel, Einnahmen aus der Tourismusförderabgabe, besser bekannt als Übernachtungssteuer, verliert und dass das eben real Konsequenzen hat, dass eine dringend notwendige Schulsanierung im Moment nicht möglich ist. Und Sie und alle anderen Kommunen befürchten, dass die Ausgaben steigen werden. Denn wenn die Arbeitslosigkeit ansteigen sollte, dann werden auf Dauer die Kosten der Unterkunft, also Heizung und Wohnen, für diejenigen, die es sich nicht leisten können, zum großen Teil von den Kommunen übernommen werden müssen. Damit können wir Eisenach und alle anderen Kommunen in Deutschland nicht allein lassen. Und ich habe gestern im Finanzausschuss nachgefragt, ob die Bundesregierung einen Schutzschirm für die Kommunen plant. Die Antwort war nein, und auch Alternativen waren leider nicht erkennbar. Sie dürfen jetzt aber nicht auf Zeit spielen, sondern Sie müssen jetzt zügig handeln, weil sonst hat es Konsequenzen. Wir schlagen Ihnen mit unserem Antrag, und deshalb haben wir auch diesen Tagesordnungspunkt beantragt, 5 Punkte vor. Als erstes, bringen Sie endlich die Verhandlungen zur Lösung des Altschuldenproblems zu Ende. Zweitens, legen Sie einen Solidarpakt 3 für strukturschwache Kommunen auf, um gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland zu sichern. Unterstützen Sie drittens die Länder mit Ergänzungszuweisungen. Setzen Sie viertens die vierteljährlichen Abschlagszahlungen von Gewerbesteuern der Kommunen an den Bund aus. Und fünftens erarbeiten Sie einen Nachsorgeplan für all die Kosten, die jetzt auf die Kommunen zukommen, durch die Entscheidungen der Länder und des Bundes mit Blick auf Corona. Es muss auch hier gelten, wer bestellt, der bezahlt. Und wenn Ihnen unsere vielen tollen Ideen nicht gefallen, dann können Sie gerne eigene entwickeln. Aber wichtig ist das im Moment, was vorgeschlagen wird. Und ich bringe ein Beispiel. Mein Kollege Fabio De Masi hat in der letzten Woche gesagt, Deutschland müsse Dänisch lernen. Er hat da Bezug genommen auf die Entscheidung, dass in Dänemark keine Staatshilfen an Unternehmen gezahlt werden, die Dividenden ausschütten oder in Steueroasen ihren Sitz haben. Aber es gibt noch einen anderen guten Grund. Der dänische Finanzminister Nikolaj Wammen hat in der letzten Woche gesagt, setzen wir uns zum Jahresende zusammen, ziehen wir einen Strich und schauen wir, wie groß die Rechnung ist. Das, was Corona betrifft, wird die Regierung übernehmen, damit sich die Kommunen damit nicht belasten müssen. Und er hat auch gleich eine Vereinbarung mit den Kommunen getroffen, nämlich eine Garantie der Übernahme der außergewöhnlichen Covid-19-Ausgaben. Und er hat ausdrücklich davon abgeraten, dass jetzt freiwillige Ausgaben reduziert werden. Das ist nämlich das, was passiert, wenn wir jetzt keine Lösung vorschlagen. Nikolaj Wammen war vor seiner Zeit als Finanzminister Bürgermeister von Aarhus. Da fällt uns was ein. Unser Finanzminister
war auch Bürgermeister, also er sollte wissen, was in den Kommunen los ist. Und ich finde, er sollte genau so handeln. Die Kommunen in Deutschland, sie sind das Rückgrat unserer Demokratie. Und viele große Unternehmen beantragen in diesen Tagen Schutzschirme. Und sie bekommen Schutzschirme. Aber ich finde, Eisenach und alle anderen Kommunen in Deutschland, die sollten uns mindestens so wichtig sein wie beispielsweise die Lufthansa. Lassen wir sie nicht allein. Stefan Liebig war das. Ja, Schätzungen zufolge fehlen den Kommunen zurzeit wegen der Corona-Krise Gelder in zweistelliger Milliardenhöhe. Das sind aber natürlich erstmal nur Schätzungen und die Corona-Krise ist ja auch noch lange nicht zu Ende. Der nächste Redner in der Debatte ist Christian Haase. Er sitzt für die CDU-CSU im Haushaltsausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der schwedische Arzt Hans Rosling beschrieb in seinem Buch Factfulness, wie er in den 80er Jahren in Mosambik mit einer größeren Zahl von Todesfällen unbekannter Ursache konfrontiert war und dem Bürgermeister ohne weitere Überlegung empfahl, Straßensperren zu errichten, um die Ausbreitung der unbekannten Krankheit zu verhindern. Am nächsten Abend fand Rosling rund 20 tote Frauen und Kinder am Ufer des nahegelegenen Sees. Es stellte sich heraus, dass die Menschen, die zum Überleben darauf angewiesen waren, ihre Waren auf dem Markt zu verkaufen, wegen der Straßensperren nicht den Bus, sondern Fischerboote als Transportmittel ausgewählt hatten. Die beladenen Boote kenterten und Frauen und Kinder, die nicht schwimmen konnten, ertranken. Die unbekannte Krankheit erwies sich kurz darauf als eine Form der Lebensmittelvergiftung. Die Sorge vor einer Ansteckung, der Grund für die Straßensperre, war also unnötig. Rosling beschreibt: Ich konnte es kaum fassen, was ich angerichtet hatte. Warum hatte ich zum Bürgermeister gesagt, Sie müssen was unternehmen? Ich stelle diese reale Geschichte voran, weil wir aktuell mit immer mehr Forderungen konfrontiert sind, etwas zu unternehmen. Und weil Roslings Buch uns sehr eindrücklich vor Augen führt, dass wir gerade in Krisenzeiten mit unseren dramatischen Instinkten, nicht unseren dramatischen Instinkten folgen sollten, namentlich dem Instinkt der Dringlichkeit, der Angst und der Schuldzuweisung, sondern sorgfältig und ruhig überlegen müssen, welche Daten wir zur Verfügung haben, wie sie wir nutzen, welche Optionen uns zur Verfügung stehen und welche Risiken dem Nutzen jeder Maßnahme gegenüberstehen. Einfach nur etwas zu unternehmen und den Aktionismus verfallen, kann fatale Folgen haben. Dieser Maßstab gilt letztendlich auch für die Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunale Seite. Jetzt nur zu rufen, wir brauchen einen Rettungsschirm, wird der Lage nicht gerecht. Fest steht, wir brauchen Unterstützung. Aber was, wie viel, wann und durch wen, bedarf einer sorgsamen Diskussion. Hier gilt es, seriös vorzugehen und auch die Steuerschätzung im Mai abzuwarten. Meine Damen und Herren, in der Krise glänzen manche besonders hell. Dazu gehören neben dem medizinischen Bereich an vorderster Front unsere Gesundheitsämter. Sie leisten gerade zusammen mit den Ordnungsämtern herausragende Arbeit, so zum Beispiel durch Kooperation mit ambulanten Ärzten und den Krankenhäusern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes arbeiten hervorragend, aber am Anschlag. Deshalb ist der Ansatz des Bundesgesundheitsministers richtig und wichtig, hier zu helfen. Meine Damen und Herren, Daten sind nicht nur die Währung von morgen, sondern die Entscheidungsgrundlage von heute. Das Fax, das 1843 erfunden wurde, hat jetzt ausgedient. Die 150.000 IT-Hilfe vom Gesundheitsministerium sind daher gut angelegtes Geld. Richtig und wichtig ist auch die personelle Aufstockung der Gesundheitsämter. Fünfer-Teams, je 20.000 Einwohner, sind wichtig, um Infektionsketten zu verfolgen. Bund und Länder unterstützen hier zu Recht, denn vor Ort gibt es schon keine Personalreserve mehr. Komme ich über die Personalkosten zum Geld. Die Sorgenfalten der Kämmerer sehen schon aus wie Ackerfurchen im Frühjahr. Steuerausfälle auf allen Ebenen, Mindereinnahmen im Kernhaushalt und bei städtischen Einrichtungen. Das BMF sieht im Augenblick rund 17 Milliarden mehr Belastungen auf der kommunalen Seite. Jetzt muss zunächst Liquidität her, damit kurzfristig die Zahlungsfähigkeit gegeben ist. Immerhin halten die Kommunen das gesellschaftliche Leben aufrecht. Leider sind nicht alle der dafür zuständigen Länder dazu bereit. Mein Appell an die Länder: Lassen Sie jetzt Ihre Kommunen nicht im Regen stehen.
Und dann, meine Damen und Herren, hört es mit Rettungsschirmen schon auf. Was wir dann brauchen, ist die Einhaltung der Verfassung. Dort ist nämlich der Anspruch auf finanzielle Mindestausstattung der Kommunen niedergelegt. Jedes Land ist verpflichtet, seinen Kommunen die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Nicht mehr oder weniger ist der kommunale Anspruch. Und das ist eine Daueraufgabe und nicht nur Krisenaufgabe. Und das heißt keine Kredite für Kommunen, sondern echte Mittel. Aber auch der Bund darf seine kalte Schulter nicht zeigen. Und das beziehe ich ausschließlich auf die erhöhten KDU-Kosten. Das geht meines Erachtens am besten über eine reformierte Umsatzsteuerverteilung. Fassen wir also noch mal zusammen. Die Kommunen zeigen in der Krise wieder einmal ihre Leistungsfähigkeit. Auf uns ist Verlass. Zweitens, die Länder müssen nun dafür sorgen, dass sie auch finanziell handlungsfähig bleiben. Und drittens, nach der Krise stehen die Kommunen für die Unterstützung bei Konjunkturimpulsen bereit, wenn die finanziellen Rahmenbedingungen gegeben sind. Und das darf, und da möchte ich noch mal darauf hinweisen, besonnener Lösung und keinem Aktionismus. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Haase. Da einige Mitglieder der Fraktion Die Linken der Auffassung waren, dass das Faxgerät nicht 1843 erfunden wurde, sondern später, Herr Kollege Dehn, muss ich Sie eines Besseren belehren. Der schottische Uhrmacher Alexander Bain hat 1843 einen Apparat entwickelt, der als Vorläufer des heutigen Faxgerätes gilt. Insofern war der Kollege der Union richtig davor. Als nächster Redner, Wolfgang Kubicki hat den Sitz der Debatte übernommen, der als Bundestagsvizepräsident. Als nächstes spricht Kai Gottschalk von der AfD-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuhörer. Herr Haase, gut gebrüllt, aber an der Stelle muss ich Sie auch korrigieren. Sie wissen, es gibt Verteilungsschlüssel, und da komme ich gleich in meiner Rede drauf. Wenn eben den Kommunen in einigen Teilen die Einnahmen wegbrechen, werden sie auch den Ländern wegbrechen. Und insoweit ist das ein schönes Verteilspiel an dieser Stelle. Heute reden wir also über den Antrag der Linken, einen Schutzschirm für Kommunen in der Corona-Krise. Diese Debatte verfolgt uns schon seit Längerem, und Herr Scholz stand ja auch schon hier am Rednerpult und hat hierzu Vorschläge gemacht. Insoweit ist es leider alter Wein, aber in neuen Schläuchen, die notwendiger denn je sind. Denn bereits die Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse kommt zu der Empfehlung, dass überschuldeten Kommunen, und die haben wir nun mal, und da nützt es dann auch nichts, wenn sie die Leistungsfähigkeit und die Grenzfähigkeit dieser Kommunen hier preisen, dass denen vom Bund geholfen werden soll. Hierzu legte das Bundeskabinett am 10. Juli 2019, immerhin, meine Damen und Herren, Juli 2019, Maßnahmen der Bundesregierung zur Umsetzung der Altschuldenpolitik vor. Seitdem ist auch viel passiert. Umgesetzt wurde aber leider nichts, ein Mantra vielleicht dieser Regierung Merkel an dieser Stelle. Und erst am 11. März 2020 konnte man dann in der Zeitschrift der Kämmerer, die viele hier, die in der Kommunalpolitik tätig sind, kennen, das ist die Hauspostille aller kommunalen Finanzer, lesen, die Altschuldeneinigung liegt erstmal auf Eis. Im Weiteren möchte ich deshalb auch nicht auf das Für und Wider der Maßnahmen zur Eindämmung von Corona eingehen. Ob sie nun wirksam sind oder nicht, das werden andere dann klären. Das überlasse ich den Gesundheitsexperten. Als Finanzer bin ich aber schon der Meinung, dass unsere Aufgabe darin besteht, verehrte Kollegen, über die Folgen dieser Maßnahmen zu sprechen. Als Bundestagsabgeordnete haben wir nämlich die verdammte Pflicht, über die anstehenden Auswirkungen uns jetzt, hier und heute zu unterhalten und für geeignete Maßnahmen zu sorgen. Ja, Frau Merkel, und Sie sind hier, diese Diskussionsorgie müssen wir in der Tat führen. Als Mann der Zahlen möchte ich schon die heute bestehende Problematik, und da sind Sie leider vorbei, Herr Haase, einfach mal an Zahlen, denn die Lügen nicht verdeutlichen. Aus dem Bericht der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse lässt sich nämlich auch herauslesen, dass die Verschuldung der kommunalen Kernhaushalte beim öffentlichen und nicht öffentlichen Bereich in den vergangenen 20 Jahren um rund 35% gestiegen sind. 35%, während der Bund seine Neuverschuldung tatsächlich unter die magische 60%-Grenze drücken konnte, sind in vielen Kommunen die Kernhaushalte gestiegen. Und ich rechne da nicht, wie hier in Berlin üblich, die Schattenhaushalte mit rein und die kommunalen Unternehmen, denen dann auch gerne mal die eine oder andere Geschichte versteckt wird. Meine Damen und Herren, das liegt daran, dass die Kassenkreditbestände gestiegen sind. Und zwar von 1997 bis 2014 haben diese sich verzehnfacht. Wir sprechen hier von 49,7 Milliarden Euro.
Und diese Kassenkredite dienen eben nicht investiven Aufgaben, sondern sie sind rein zur Deckung der laufenden Verpflichtungen aufgenommen. Jeder bei uns in NRW kann das bewundern, wenn er über kaputte Brücken oder über Brücken, die nicht gebaut werden können, oder über Schlaglöcher hin zur Arbeit fährt. Meine Damen und Herren, was denken Sie denn, was jetzt noch passiert, wenn die Corona-Maßnahmen im Land treffen, und was wird bei den Kommunen geschehen? Schauen Sie dazu in den aktuellen Bericht des Bundesfinanzministeriums. Aus dem geht hervor, dass bereits im März die Gewerbesteuerumlage um 54,5% eingebrochen ist. Und sie ist ein guter Indikator dafür, dass man wohl davon sprechen kann, dass die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden im wahrsten Sinne des Wortes wegbrechen werden. Ich zitiere auch hier aus der Ausgabe des Kämmerers von gestern. Zu Monatsbeginn machte bereits der Deutsche Städtetag auf die drohende finanzielle Notlage vieler Kommunen aufmerksam. Damals sagte Burkhard Jung, Präsident des Städtetages und Leipziger Oberbürgermeister, dass der Verband für das Jahr 2020 ein Defizit der Kommunen in zweistelliger Milliardenhöhe befürchtet. Ich komme zum Ende, ja. Ich denke, bevor Sie also großzügig über 500 Milliarden, was heute irgendwie in der Presse stand, oder viele Dinge für Europa nachdenken, das mag schön und gut sein, denken Sie zunächst mal darüber nach, wie Sie in der Heimat und den viel gepriesenen Kommunen und damit den Einrichtungen, Bibliotheken vor Ort helfen können. Wir jedenfalls stimmen da über. Herr Kollege, ich habe Ihnen gerade das Wort entzogen, weil Sie bereits 40 Sekunden über der Zeit sind. Als nächste Rednerin hat für die SPD-Fraktion die Kollegin Elisabeth Kaiser. Das macht dann der Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. Doch des Öfteren ist schon berühmt dafür, kann man sagen, dass er dann tatsächlich das Mikrofon ausschaltet. Nächste Rednerin ist nun Elisabeth Kaiser von der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mir geht es wahrscheinlich wie vielen im Land, wenn ich wissen will, welche Corona-Maßnahmen bei mir vor Ort gelten, wende ich mich an meine Stadt oder meine Gemeinde. Die Menschen erwarten, dass ihr Bürgermeister oder die Landrätin alles tun, um ihre Fragen zu beantworten und auch die heimische Wirtschaft retten. So erlebe ich das bei mir zu Hause. Bürgermeister verschicken Infobriefe, veröffentlichen tägliche Videobotschaften oder laden zu digitalen Bürgersprechstunden ein. Sie erläutern ihren Bürgerinnen und Bürgern geduldig, wie die umfassenden Maßnahmenpakete von Bund und Land ihren individuellen Lagen helfen können. Als erste Ansprechpartner und steuernde Kraft sind Sie die Krisenmanager vor Ort, die gerade derzeit Außergewöhnliches leisten. Und dafür möchte ich auch mal Danke sagen. Danke an den Oberbürgermeister von Gera, von Altenburg, den Bürgermeister von Schmölln und Wünschendorf und vielen, vielen mehr. Ihr macht gerade und eure Verwaltungen einen verdammt guten Job. Aber die Corona-Krise bringt unsere Städten, Gemeinde und Landkreise auch an ihre Belastungsgrenze. Landräte und Bürgermeisterinnen sind im Dauereinsatz. Gesundheits- und Ordnungsämter schieben Überstunde um Überstunde. Aber es sind vor allem die finanziellen Folgen durch Corona, die den Kommunen Sorge bereiten. Die Einnahmen brechen weg, die Ausgaben steigen. So müssen Städte und Gemeinden mit enormen Steuereinbußen rechnen. Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen, Schwimmbädern oder Theatern fallen weg. Die Unterhaltungskosten aber bleiben. Zudem steigen die ohnehin schon sehr hohen Sozialkosten, weil eben auch mehr Menschen Leistungen der Grundsicherung in Anspruch nehmen müssen. Und Fakt ist aber auch, dass viele Kommunen schon vor der Corona-Krise trotz vieler Förderprogramme schwer zu kämpfen hatten. Und umso mehr gilt es jetzt, sie zu unterstützen. Denn individuelle Lebensqualität und damit auch die Zufriedenheit der Menschen hängt maßgeblich vom Zustand und der Leistungsfähigkeit unserer Kommunen ab. Und damit diese nicht zusammenbringt, braucht es jetzt einen Rettungsschirm für die Kommune. Auch wir fordern das schon länger. Und die SPD, die steht immer schon an der Seite der Kommunen. Und genau deshalb fordern wir auch weiterhin eine Lösung für die Altschuldenproblematik aufgrund von Kassenkrediten zu finden. Wir kennen die Situation der betroffenen Kommunen, deren Lage nur noch prekärer wird. Wir kennen auch die schwierige Situation der kommunalen Unternehmen, Veranstaltungszentren, Bäder oder Kultureinrichtungen sind durch Einnahmeausfälle bedroht. Finanzminister Olaf Scholz hat hier schnell reagiert und ihnen einfachen Zugang zu Corona-Hilfen ermöglicht. Und nun gilt es, weitere Maßnahmen auf den Weg zu bringen. In der SPD-Fraktion gibt es da unter anderem auch den Vorschlag, die direkt an Kommunen gerichteten Fördermaßnahmen zu entfristen und Nachweispflichten zur Mittelverwendung zu vereinfachen. Das wäre zum Beispiel bei Maßnahmen beim Programm Digitalpakt oder bei Programmen des Sports, der Kultur und des Städtebaus.
Aber vor allen Dingen wichtig ist es jetzt, die Kommunen endlich bei den Sozialkosten zu entlasten. Bund und Länder könnten ihre Anteile oder die absoluten Beiträge daran deutlich erhöhen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht nun gemeinsam mit den Ländern, schnelle und pragmatische Lösungen zu finden. Dazu eignet sich der Antrag der Linken leider nicht so gut. Aber unterstützen Sie uns doch gerne dabei, einen Rettungsschirm für die Kommunen aufzuspannen, denn sie sind too important to fail. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kaiser. Elisabeth Kaiser hat es hier angesprochen. Die Fixkosten bestehen natürlich weiter, auch wenn Zoos etc. geschlossen sind. Wolfgang Kubicki hat eben noch mal gesagt, dass natürlich er Wert darauf legt, dass auch das Pult desinfiziert wird, bevor Ulla Innen spricht von der FDP-Fraktion und Mitglied im Haushaltsausschuss. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben in ernsten Zeiten. Und in diesen Zeiten müssen sich Bund, Länder und Kommunen jeweils als Teil einer großen föderalen Familie bewähren. Und Familienmitglied zu sein bedeutet Verantwortung und Geborgenheit zugleich. Alle Mitglieder dieser föderalen Staatsfamilie sind von der Krise betroffen. Es fehlen Gebühren, es fehlen Steuern, Pandemiekosten explodieren. Auf Bundesebene haben wir parteiübergreifend einen Nachtragshaushalt in Höhe von 156 Milliarden Euro und die entsprechende Verschuldung dazu beschlossen, sowie den Garantierahmen im Bundeshaushalt auf über 1 Billion Euro ausgeweitet. Das sind noch nie dagewesene Summen. Der Bund tut also, was er kann. Aber der Bundeshaushalt ist auch kein Goldesel. Die Linke fordert mit ihrem Antrag unter anderem einen Altschuldenfonds, einen Solidarpakt III, eine Gewerbesteuerumverteilung, die Durchsetzung des Konnexitätsprinzips und Geld vom Bund für die Länder, alles zugunsten der Kommunen. Und da muss ich sagen, liebe Parteikollegen der Linken, da verlieren Sie jedes Augenmaß, denn es gibt auch Regeln zu beachten. Die Länder als Teil der Familie sind nach unserer föderalen Verfassung für die sachgerechte Mittelausstattung der Kommunen verantwortlich. Der Bund hat bereits seit Jahresbeginn rund 9,6 Milliarden Euro mehr Anteile aus den Steuerannahmen an die Länder abgegeben. Die Corona-Pandemie macht ihren alten Vorschlag eines Altschuldenfonds nicht sinnvoller. Er ist auch ungerecht, denn viele Länder haben erfolgreich ihre Kommunen entschuldet. Auch profitieren die Kommunen insgesamt zum Beispiel davon, dass der Bund sich jetzt mit 2 Milliarden Euro zusätzlich an den Kosten für Unterkunft und Heizung beteiligt. Seit gestern Abend gibt es das mit 500 Millionen Euro dotierte Sofortausstattungsprogramm an Schulen. Kommunale Unternehmen profitieren auch von Steuerstundungen, Regelungen zum Kurzarbeitergeld und vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Es gibt also jetzt schon Hilfe für Kommunen. Und auch wenn wir Freie Demokraten der Auffassung sind, dass das Konnexitätsprinzip, also wer bestellt, bezahlt, besser durchgesetzt werden muss, die Priorität der gesamten Staatsfamilie muss doch jetzt sein, Gesundheits-, Freiheitsrechte und Wirtschaft zu schützen und miteinander in Einklang zu bringen. Später können wir darüber reden, wer in der Familie welchen Anteil an der Finanzierung zu tragen hat. Und wir werden dabei alle Mechanismen der Finanzbeziehungen im Blick behalten müssen. Jetzt mit Einzelvorschlägen vorzupreschen, wird der Dimension der Verschuldung und des Problems nicht gerecht. Liebe Kollegen von der Linken, es nutzt nichts, das Tempo zu erhöhen, wenn man zur falschen Zeit in die falsche Richtung läuft. Wir werden Ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ihnen. Nächster Redner ist für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen der Kollege Stefan Schmidt, der auch noch einen kleinen Moment sich gewöhnt. Herr Kollege Schmidt, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, die Corona-Pandemie verlangt von vielen gerade Höchstleistungen. Unsere Städte, Gemeinden und Landkreise leisten Außergewöhnliches, um diese beispiellose Krise zu bewältigen. Gleichzeitig leiden die Kommunen besonders unter dieser Krise. Die Einnahmen brechen ein, die Ausgaben steigen, die Fixkosten bleiben. Und zwar bei allen Kommunen, egal ob reich oder arm,
klein oder groß, ländlich oder städtisch. Die kommunalen Spitzenverbände rechnen mit Mitteinnahmen im zweistelligen Milliardenbereich. Und schon Mitte Mai werden die ersten Kommunen wahrscheinlich vor leeren Kassen stehen. Schon heute werden Haushaltssperren verhängt. Länger zuwarten geht da also nicht. Es ist höchste Zeit, dass Bund und Länder, und ich sage ausdrücklich auch der Bund, ein Appell, wie Herr Haase ihn an die Länder gerichtet hat, reicht mir da nicht, müssen da zusammen entschlossen reagieren und unterstützen. Gemeinsam müssen wir die krisenbedingten finanziellen Lasten den Kommunen ein Stück weit abnehmen, denn sie müssen handlungsfähig bleiben in dieser Krise. Drei Punkte sind mir dabei besonders wichtig. Erstens, der Bund muss den Kommunen die zusätzlichen krisenbedingten Sozialkosten abnehmen. Wir haben hier im Bundestag das Sozialschutzpaket beschlossen. Und deswegen finde ich es nur naheliegend, dass die 2,1 Milliarden Euro, die zusätzlich auf die Kommunen zukommen, dass wir die auch vom Bund entsprechend übernehmen, mit einem vernünftigen Verteilschlüssel, nicht mit der Gießkanne. Das ist mir da besonders wichtig. Und ich habe die Ankündigungen der Koalition da mit Freude gehört. Zweitens, und das hat die Linke in ihrem Antrag leider komplett vergessen, kommunale Unternehmen müssen uneingeschränkten Zugang zu Liquiditätshilfen und Krediten von Bund und Ländern bekommen. Für uns Grüne ist hier klar, kommunale Unternehmen dürfen gegenüber den Privaten nicht benachteiligt werden. Und drittens, wir brauchen endlich eine Lösung bei den kommunalen Altschulden. Es wurde angesprochen, wie lange daran schon gearbeitet wurde. Es ist höchst fahrlässig, bereits verschuldeten Kommunen jetzt weiter in neue Kredite zu drängen, so wie es beispielsweise Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen tut. Das geht nicht. Hier müssen wir wirklich darauf achten, dass die Kommunen handlungsfähig bleiben, dass der Bus nicht noch seltener fährt, dass das Freibad nicht mehr saniert wird oder ganz schließt und dass auch soziale Angebote nicht weiter ausgedünnt werden. So weit werden wir es nicht kommen lassen. Abschließend, wir alle sind gefordert. Der Bund darf sich hier nicht mit Verweis auf die Länder wegducken. Bund und Länder müssen die Kommunen gemeinsam unterstützen. Und ich bin bereit, wir Grüne sind bereit, da auch konstruktiv an einem Hilfspaket oder Schutzschirm oder wie auch immer wir es nennen wollen, mitzuarbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stefan Schmidt. Schmidt hat hier Zusammenarbeit angekündigt bei einem Programm, unter welchem Namen auch immer. Nächster Redner ist jetzt Sebastian Brehm. Er ist für die CDU-CSU Mitglied im Finanzausschuss. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist das Privileg der Oppositionsparteien, dass man ein Stück weit Vorschläge machen kann, ohne sich den Kopf darüber zerbrechen zu müssen, wie man die Vorschläge eigentlich finanzieren will und umsetzen will. Frei von Regierungsverantwortung kann man so tun, als könnte man jeden Euro zweimal oder dreimal ausgeben. Mit Regierungsverantwortung ist die Perspektive anders. Hier muss man sich Gedanken darüber machen, wie man am Ende die Ausgaben zusammenbindet, wie man am Ende den Bundeshaushalt bereinigt. Wenn man den wöchentlichen Strom von Oppositionsanträgen gerade in der jetzigen Zeit sieht, dann ist es gut, sich manchmal auch an diesen Unterschied zwischen Opposition und Regierungsverantwortung zu erinnern. Wir als CDU-CSU nehmen die Regierungsverantwortung ernst. Und ich glaube, das hat auch die Kanzlerin heute in ihrer Regierungserklärung sehr gut und sehr differenziert gemacht. Wir sehen die Probleme, wir handeln, wir setzen um. Und ich meine in einer klugen und verantwortungsvollen Weise, auch im Sinne des Haushalts. Und wir steuern täglich nach. Um das Maximale zu ermöglichen und die maximale Hilfe zu ermöglichen, alleine der Nachtragshaushalt von 156 Milliarden zeigt auf, vor welchen enormen Herausforderungen wir stehen. Und dennoch, natürlich wollen wir uns mit dem Antrag auch beschäftigen und ernsthaft auseinandersetzen. In Ihrem Antrag suggerieren Sie, ich glaube, zu Unrecht und aus meiner Sicht sehr undifferenziert, dass der Bund die Verantwortung in den Ländern nicht übernimmt und gegenüber Ländern und Kommunen nicht übernimmt. Das Gegenteil ist der Fall. Natürlich ist es unzweifelhaft, dass die Kommunen genau in der Corona-Krise unter erheblichen Steuerausfällen leiden. Das sehen wir, das ist uns bewusst. Aber bei einer differenzierten Betrachtung gehört zur Wahrheit, dass nach dem Grundgesetz die Verantwortung zunächst bei den Ländern liegt,
Die Länder haben mit Hilfe des kommunalen Finanzausgleichs dafür zu sorgen, dass alle Gemeinden die Finanzausstattung, die sie brauchen, auch erhalten, auch übrigens in der Zeit von Corona. Und wenn Sie das Konnexitätsprinzip ansprechen, wer bestellt, bezahlt. Ich weiß nicht, ob wir als Bund die Corona-Krise bestellt haben. Und Herr Kollege Liebig, Eisenach ist in Thüringen, dann ist der Ministerpräsident Bodo Ramelow. Fragen Sie doch mal nach, ob er die Hilfe macht. Wir in Bayern, muss ich sagen, ist auf jeden Fall, da funktioniert es. Und da werden wir auch gucken, dass die Kommunen unterstützt werden. Und zur Wahrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehört auch, dass man gerade in der Zeit vor Corona schon für die Kommunen und für die Länder an die Schmerzgrenze hinsichtlich des Haushalts gegangen ist. Und ich will mal sagen, was eigentlich alles gemacht worden ist. Der Bund hat in diesem Jahr Regionalisierungsmittel in Höhe von 9 Milliarden bereitgestellt. Gemeindeverkehrsbundesprogramm 665 Millionen. Gemeindeverkehrsentflechtungsmittel 1,34 Milliarden allein in diesem Jahr. Bundesinvestitionshilfen für finanzschwache Kommunen 7 Milliarden seit 2015 für Infrastruktur und Schulsanierung. 4,4 Milliarden für den Kita-Ausbau, den haben wir bezahlt. 5 Milliarden für den Digitalpakt Schule. Jetzt kommen 500 Millionen dazu für die digitale Unterricht, seit gestern Abend im Koalitionsausschuss besprochen. 2 Milliarden für die Ganztagsschulbetreuung ab diesem Jahr. 2 Milliarden für den Zeitraum 2020-2021 für den sozialen Wohnungsbau. Allein diese Liste könnte man weiter fortsetzen. Allein meine Liste sind schon über 32 Milliarden Euro, die direkt an die Kommunen gehen. Und jetzt kommt noch die Soforthilfe, Corona-Soforthilfe dazu, Kurzarbeitergeld und alles, was wir finanzieren für die kommunalen Unternehmen. Also wir tun ein Maximum, was möglich ist für unsere Kommunen, aber darüber hinaus, glaube ich, ist es derzeit auch schwierig, wenn wir die Gesamtverantwortung für den Haushalt, auch im Blick haben. Und darüber hinaus existieren ja auch der bundesstaatliche Finanzausgleich. Also da kommen ja noch mal viele Milliarden an die Länder und Kommunen dazu. In diesem Jahr wird der kommunale Finanzausgleich sogar noch stärker als bislang berücksichtigt. Es gibt neue und höhere Zuweisungen für Länder mit besonders steuerschwachen Kommunen. Auch hier noch mal 9 Milliarden sind ja auch angesprochen worden. Also wenn man das Thema differenziert betrachtet, dann tun wir das Maximale. Natürlich bleibt bei den Kommunen die großen Herausforderungen wegen Corona, aber auch beim Bund, beim Land und in Europa haben wir maximale Herausforderungen aufgrund von Corona. Und deswegen, glaube ich, müssen wir täglich neu betrachten, wie die Situation ist. Wir müssen täglich steuern und gucken, was möglich ist. Und deshalb lassen Sie uns klug und mit Sachverstand und mit Sorgfalt die Herausforderung schultern. Ich glaube, so die eine Ebene gegen die andere auszuspielen, wie Sie so in dem Antrag versuchen zu suggerieren, bringt uns nicht weiter. Lassen Sie uns gemeinsam die Herausforderungen angreifen und dann gucken, wie die Hilfsmaßnahmen wirken. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Brehm. Von maximalen Anstrengungen, Herausforderungen spricht Sebastian Brehm. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund schätzt, dass die Corona-Krise die Kommunen härter treffen wird als die Finanz- und Wirtschaftskrise. Letzter Redner jetzt in dieser Debatte, Klaus Mindrup von der SPD-Fraktion, jetzt am Pult. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Die Corona-Krise trifft auch die Kommunen mit beispielloser Wucht. Mein herzlicher Dank gilt in dieser schwierigen Zeit den tausenden ehrenamtlichen Kommunalpolitikern, die in der Pandemie eine herausragende Arbeit leisten. Mein Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kommunen und in den kommunalen Unternehmen. Fähr- und Entsorgung funktionieren, Busse und Bahnen fahren und die kommunalen Verwaltungen arbeiten unter Hochdruck an der Auszahlung der Hilfen für die Bürgerinnen und Bürger. Herzlichen Dank. Dabei ist eines klar, vor allem die Sozialausgaben der Kommunen steigen stark, zugleich sinken die Einnahmen dramatisch. Es ist daher selbstverständlich und notwendig, dass wir in Deutschland Rettungsschirme für die Kommunen brauchen. Das ist ganz eindeutig. Vom Grundgesetz her stehen die Bundesländer hier in erster Linie in der Verantwortung. Wir als Bund müssen aber auch noch aktiver werden. Und ich möchte an die Ansprache heute Morgen der Bundeskanzlerin erinnern, die gesagt hat, eigentlich sind formal für die Beschaffung der Schutzausrüstung die Länder zuständig nach dem Infektionsschutzgesetz. Aber sie hat gesagt, wir sind als Bund tätig geworden, weil sie haben es nicht geschafft. Vielleicht hängt das auch zusammen mit dem Hilferuf nach China vom Landrat in Heinsberg. Aber was für die Schutzausrüstung gilt, gilt auch für die Kommunen. Wir müssen hier mithelfen.
Gerade in der Pandemie brauchen wir als Gemeinwesen gut arbeitende und gut ausgestattete Kommunen. Ich möchte daran erinnern, am 16. März wurden die Beschlüsse zu den Kontaktsperren von den Bundesländern beschlossen. Dort hatten wir 7.200 nachgewiesene Infizierte. Heute sind es 49.000 nachgewiesene Infektionen in Deutschland. Das heißt, die Gefahr ist weiterhin da und die Gefahr ist riesig. Und wir sind in der Pflicht zu handeln gegen diese Pandemie, denn wenn wir nicht handeln, werden die Folgekosten für alle viel stärker. Und die Schlüsselrolle dabei werden in Zukunft viel stärker noch als in den letzten Wochen die Kommunen haben. Es ist beschrieben worden in der Strategie von Wissenschaftlern, dass wir die Strategie Hammer und Tanz umsetzen müssen. Wir haben den Hammer angewandt. Und jetzt kommen wir aber in eine Situation, wo wir viele kleine wirksame Hämmer brauchen. Wir werden viel mehr in den Kommunen schauen müssen, wie ist das Verbreitungsgeschehen. Wir werden untersuchen müssen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Und das kostet auch Geld. Und das, was wir jetzt machen mit den Gesundheitsämtern, ist ein erster Schritt. Aber vollkommen klar ist, die Kommunen sind in der heutigen Zeit systemrelevant. Und wer systemrelevant ist, der muss geschützt werden. Und da darf es kein Verantwortungsbingo geben zwischen Bund und Land und den Ländern. Alle müssen da gemeinsam handeln. Und deswegen kommt auf uns eine ganze Menge Beratungsbedarf zu. Denn wir müssen in dieser Frage erfolgreich sein. Und die SPD steht da zu den Kommunen. Das kann ich an dieser Stelle ganz klar sagen. Und ich weiß, dass wir die vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker in dieser Frage hinter uns haben. Und ich hoffe, dass unser Koalitionspartner sich da gemeinsam mit uns bewegt. Unser Finanzminister wird auch entsprechende Vorschläge machen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Glück auf und vor allen Dingen Gesundheit. Vielen Dankeschön. Dank, Herr Kollege Mindrup. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 18.694 an die in der Tagesordnung aufführenden Ausschüsse vorgeschlagen. Die Federführung ist jedoch strittig. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD wünschen Federführung beim Haushaltsausschuss. So, das kann manchmal vorkommen, dass dort die Federführung strittig ist. Das wird dann jetzt abgestimmt, in welchem Ausschuss dieser Antrag der Linksfraktion federführend beraten wird.